Ja, hallo und herzlich willkommen von Gran Canaria. Ich habe manchmal einen verdammt harten Job. Nee, da ist es Meer, da hinten sind die Berge und Hyundai hat uns eine 10 Kilometer lange abgesperrte Privatstraße spendiert. Das ist der Spielplatz für unser heutiges Testobjekt und Spielzeug natürlich hier, nämlich den i30 Fastback N. Ihr kennt alle den i30 N. Das ist eine Steilheckvariante. Hier haben wir jetzt ein fünftüriges Coupé oder ein Fließheck. Ich freue mich tierisch aufs Auto, muss ich euch ehrlich sagen. Und ihr fragt euch, ja, was will er denn mit uns heute machen? Ich werde euch die Optik erklären. Ich werde euch erklären, wie sie sich unterscheidet von der anderen Variante. Ich werde mich mit euch reinsetzen. Ich werde euch das Auto ein bisschen im Wettbewerbsumfeld einordnen. Ich werde euch die Vor-, die Nachteile erklären, euch erklären, warum dieses Auto ein richtiger Preis-Leistungsmeister in seinem Segment ist, was es generell ausmacht. Und dann geht es natürlich um eins, nämlich ich will mit euch fahren, denn dieses Auto sieht wunderschön aus, aber man muss es natürlich fahren. Und da haben wir hier perfekte Bedingungen einfach dafür. Dann mache ich ein kleines Fazit. Und ja, wenn euch das Auto interessiert und wenn ihr Bock auf das Review habt, bleibt gerne dran. Viel Spaß dabei. Ja, ihr als aufmerksame Beobachter meiner Reviews wisst inzwischen ja, dass ich an dieser Stelle gern so ein bisschen was zur Einordnung vom Auto im Segment, so im Hintergrund, zur Historie sage. Und da ist dieses Auto natürlich prädestiniert dafür, denn ihr werdet euch fragen, Mensch, warum macht ein Hyundai jetzt den i30 N auch noch in der Fastback-Variante als N? Was sollen das? Okay, das ist relativ leicht erklärt, denn die Koreaner haben den i30 N und den i30 Fastback N zusammen entwickelt. Das heißt, man hat nicht einfach gesagt, der i30 N ist wahnsinnig erfolgreich und stopp. Wie erfolgreich ist er? Er ist richtig erfolgreich, denn in Europa wurden sagenhafte 9000 Stück bisher vom i30 N verkauft. Alleine in Deutschland schätzt mal 6000 davon. Klar, wir sind Highspeed-Land, wir lieben Autos, wir lieben alle die Golf GTIs und da ist das natürlich eine richtig krasse Alternative. Aber zurück zum Ausgangspunkt, wer soll denn jetzt hier dieses Fließheck kaufen, diesen Fastback? Naja, und das sagen die Koreaner, ich glaube, also wir glauben, dass es werden so designorientierte Kunden sein, die ein bisschen was anderes wollen, die einfach Wert legen auf eine knackige Optik. Und die hat er hier, wenn er mich fragt, denn dieses Modell sieht für mich schöner aus als der i30 N, aber das ist ja nur meine Meinung. So, also. Dieses Auto gibt es nicht nur, weil der i30 N so erfolgreich war, sondern man hat das von Anfang an so geplant und so fährt er sich dann auch. Und mich fragen dann viele, warum hat denn dieser i30 N so einen riesen Erfolg gehabt? Und das ist relativ leicht zu erklären, denn da muss man sich einfach mal das Wettbewerbsumfeld anschauen. Und ich habe lange überlegt, wie ordne ich denn dieses Auto ein? Es gibt nicht vieles mit einer ähnlichen Form. Wir haben natürlich den Mercedes CLA. Den gibt es mit einem 250er Motor, der ist natürlich dann ein bisschen schwächer. Und wir haben den CLA 45 AMG, der ist stärker, viel stärker, aber auch viel teurer. Der ist nahezu doppelt so teuer. Wir haben hier die 250 PS-Variante, geht bei etwa 31.000 Euro los. Die Performance-Variante ist dann ein bisschen was über 33.000 Euro. Und dann kann man natürlich sagen, okay, GTI ist natürlich so ein bisschen in Deutschland immer so Benchmark. Und das ist krass, weil ein GTI, ihr wisst, der hat jetzt immer 245 PS, beginnt aber bei irgendwas über 32.000 Euro. Ja, und wenn man da Ausstattung reinmacht, dann wird es gleich richtig teuer. Und wenn man dann die Performance-Version, also die neue Performance-Version will, dann wird es noch viel teurer. Was haben wir noch? Wir haben den Seat Leon Cupra zum Beispiel. Der hat auch ein bisschen mehr Leistung, ist aber natürlich auch teurer. Wir haben den Octavia RS. Den gibt es natürlich auch als Limo und als Kombi. Der ist aber auch teurer, ist bei 32.000 Euro. Und mit Ausstattung lässt sich das der VW-Konzern echt gut bezahlen. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Monster. Den Focus RS zum Beispiel, den Civic Type R, den Megane RS, die sind alle viel teurer. Was dann noch vielleicht relativ nahe kommt, ist der Audi S3 vielleicht. Aber der ist natürlich auch mit 46.000 Euro viel teurer. Also, was will ich euch erklären? Es geht bei diesem Auto hier rum. Das ist bezahlbarer Spaß. Deshalb haben wir hier einen Preis-Leistungsmeister. Und wenn man sich anschaut,
Aber stopp, ich will nicht zu viel verraten. Dann ist er wunderschön. Stopp, ich will nicht zu viel verraten. Was wir jetzt mal machen, ist uns die Optik anschauen, damit ich euch erklären kann, warum ich dieses Auto hier so, ja, und da bin ich ehrlich, wunderschön finde. Ja, und da beschäftigen wir uns jetzt mit der Optik und ein Teil der Wahrheit ist natürlich, dass das eine wunderschöne Optik ist. Die ist elegant, schlicht und hat trotzdem sportliche Elemente, finde ich schon gut. Natürlich ein anderer Teil der Wahrheit ist, dass ich jetzt hier beim Fastback im Vergleich zum i30N von vorne nichts getan hat. Aber das ist ja kein Grund, euch die Optik nochmal im Detail zu erklären. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Keine Ahnung, lasst mir eure Meinung da. Ich weiß ja auch nicht, wie tief ihr in der Thematik seid. Erstmal schaut euch dieses Grau an. Shadow Grey oder Shadow Grau heißt diese Farbe. Die ist jetzt exklusiv hier für den i30 Fastback N. Der normale, also der i30 mit Steilheck hat dieses Blau, das kennt ihr alle, die Promotionsfarben sind das. Ich finde beide Farben schön. Die hier sagt mir persönlich ein bisschen besser zu. Und ja, wenn ihr dann das Auto konfiguriert, dann findet ihr sechs Farben. Eine davon ist das, eine davon ist das Blau. Und dann gibt es noch vier andere. Manche kosten ein bisschen Aufpreis, das ist glaube ich von 250 bis 600 € irgendwas kann man investieren. Ja. Erstmal vielleicht zur Einordnung vom Auto. Das Auto ist ohne Außenspiegel 1,80 Meter breit. Das ist eine schöne Breite. Dann kommt man in der Stadt überall wirklich gut durch. Das ist ein Attribut vom Auto, dass es eben nicht zu groß ist, was mir gut gefällt. Aber euch interessiert natürlich wahrscheinlich so ein bisschen, ja, Mensch, das wissen wir, Datenblatt können wir lesen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Uns interessiert, wo ist dieses Auto anders, also der N anders als der normale Fastback. Dafür bin ich da, das werde ich euch jetzt erklären. Und naja, das auffälligste Detail ist erstmal, wahrscheinlich hier unten der ganze Frontspoiler. Der hat erstmal eine schöne rote Linie hier und da werdet ihr euch fragen, vielleicht im Konfigurator, Mensch, wenn ich es in rot nehme, dann ist der doch auch rot. Nee, stimmt nicht. Wenn ich es in rot nehme, ist diese Linie da unten dann in einem Grau. Hat Hyundai wirklich sehr gut durchdacht. Ja, und dann kommen wir natürlich hier zum riesigen Lufteinlass hier vorne, zum Kühlergrill. Wenn man sich den mal anschaut, der hat eine schöne Wabenstruktur. Hier schön das Hyundai-Zeichen und auf der anderen Seite das N-Zeichen in Rot, und Schwarz. Das sieht schon richtig gut aus. Und wenn wir uns dann hier mal damit beschäftigen, haben wir hier natürlich auch noch große Lufteinlässe. Nicht für den Motor, das sind sogenannte Air Curtains. Das macht BMW auch so ähnlich. Da kommt die Luft dann durch. Aerodynamisch optimiert, auch ein bisschen dann noch an die Bremsen hier. Das ist ein großes Element. Also der ganze Frontspoiler hier vorne ist ein bisschen anders. Hier haben wir LED-Tagverleuchten drin, die habe ich euch angemacht. Ja, und dann das andere Element sind natürlich hier die schön großen Leuchten. Und wenn man sich mit Leuchten beschäftigt, dann weiß man, das ist das, was viele machen. Das sind schlanke Leuchten hier. Schlanke, langgezogene Leuchten. Schaut euch an, wie lange die sind. Anders beim N-Modell ist, die haben hier so einen schwarzen Untergrund und es ist ein offenes, sehr designorientiertes Element. Wir haben hier drei Elemente drin. Das sieht ein bisschen so aus wie bei Porsche, also eine schöne Designleuchte. Und dann ist es so, ihr müsst euch beim Auto keine Sorgen machen, dass jetzt LED-Leuchten wahnsinnig viel Aufpreis kosten. Ist nicht so, denn die sind serienmäßig hier drin, die LED-Leuchten vorne. Und ich sage es fast in jedem Review, Licht bei Autos ist echt wichtig. Jetzt bei solchen Witterungsbedingungen hier wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber in Deutschland schneit es ohne Ende und in der Dunkelheit, da kann Licht einfach Leben retten, weil wir natürlich sehen, wo wir dann drauf fahren oder natürlich nicht. Ja, aber das ist natürlich jetzt hier die Front, die kennt er soweit. Wo sich dann wirklich was getan hat, ist im Seitprofil und natürlich hinten. Völlig logisch. Ich dachte, das gehört dazu. Lasst mir vielleicht da, ob das unnötig war oder nicht. Ich fand es nicht unnötig. Erstmal, wenn wir jetzt hier vorne sind, schaut euch mal die Felgen an. Wir haben hier das 275 PS Performance Modell. Das kommt immer mit 19 Zoll Felgen mit Pirelli-Bereifung da drauf. Die 250 PS-Variante hat dann 18 Zöller immer und die haben dann Michelin-Bereifung. Es gibt auch noch Semi-Slicks. Ja, und hier die Felge ist natürlich unnachahmlich schön. Schaut sie euch einfach mal an. Wir haben hier rote Bremssättel drauf. Die haben die N-Modelle immer. Nur die 275 PS-Variante hat hier eben noch ein N-Zeichen drauf. So, das ist ein bisschen für die Freaks unter euch, aber die wissen das wahrscheinlich sowieso schon. So, dann haben wir hier eigen im Profil natürlich hier schwarz.
glänzende Spiegel, die sind schön lackiert und wenn man sich dann hier die Fensterumrandung anschaut, ist die auch schwarz, übrigens sehr stimmig. Ich finde es vom Design her mal wichtig, dass man ein stimmiges Design mit nicht so vielen Farben macht. Das haben die Koreaner hier, das hat Hyundai unnachahmlich gut hinbekommen. Ich glaube, bei den normalen, nicht N-Modellen, ist das hier immer in so einem Chromton. Hier schwarz passt natürlich toll dazu. Ja, und dann schauen wir uns natürlich hier unten noch den Schweller an. Da steht auch nochmal N unten drauf, ist in so einem schwarz-matten Plastik natürlich, gibt auch nochmal eine richtig sportliche Note. Dann haben wir hier hinten natürlich nochmal die 19 Zöller, aber das könnt ihr natürlich selbst sehen. Jetzt geht es bei mir ein bisschen darum, euch das Auto natürlich einzuordnen. Das ist 4,46 Meter lang und am meisten getan hat sich hier ab der C-Säule, denn wir haben beim Fastback 12 cm gewonnen, gewinnen quasi 12 cm im Vergleich zur Steilheck-Variante. Er ist 12 cm länger einfach und 3 cm niedriger, also 1,42 Meter hoch. Ja, und das sorgt natürlich zum deutlich besseren Aerodynamikwert. Da haben wir einen besseren Verbrauch und man merkt es beim Fahren tatsächlich auch ein bisschen, dass das Auto ein bisschen flacher ist. Übrigens, wenn wir jetzt schon hier sind, das Auto hier, der i30 Fastback N, kommt immer mit einem adaptiven Fahrwerk. Das ist cool, das hat der Octavia S zum Beispiel auch, aber hier haben wir wirklich deutliche Abstufungen. Aber ich will nicht zu viel vom Fahren vorwegnehmen. Und wenn ihr jetzt mal hier bleibt auf dieser Höhe, dann ist natürlich hier die deutlichste Änderung im Auto passiert ab der C-Säule. Und wenn ihr mich natürlich fragt, warum soll ich denn mir den Fastback kaufen, warum nicht einfach die fünftürige Steilheck-Variante, also jetzt hier das fünftürige Coupé, dann schaut es euch von da an und dann muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel erklären. Schaut euch den Bürzel hier hinten an, genau aus der Perspektive. Das erinnert so ein bisschen an den Entenbürzel von dem Elva. Das ist richtig schön, das ist ein sehr designorientiertes Element. Gefällt mir unnachahmlich gut in Verbindung mit den abgedunkelten Scheiben da hinten. Eine Optik, die mir persönlich richtig gut taugt und ja, Hyundai bzw. der Chefentwickler Biermann, die haben sich da wirklich ein kleines Denkmal gesetzt. Der ist auch aufgestiegen im Konzern nach der Entwicklung von diesem Auto. Richtig schön. Ja, beschäftigen wir uns mit den Details. Hier haben wir natürlich die Rückleuchten. Die sind in LED zweigeteilt in die Kofferraumklappe rein. Die ist übrigens hier oben angeschlagen, schwingt schön hoch auf. Gefällt mir richtig gut. Und wenn wir uns das Auto jetzt dann mal in der Front ganz anschauen, dann werden natürlich die Details hier hinten auch wirklich ersichtlich, weil ihr wollt von mir immer so ein bisschen wissen, was ist jetzt anders. Erstmal haben wir hier hinten ein bisschen abgedunkelte Scheiben und dann haben wir hier einen kleinen, wirklich dezenten Heckspoiler. Ist keine Pommes-Theke, da würden Pommes nämlich runterfallen. Das ist wirklich dezent, schön designt, in schwarz abgesetzt. Das hat der N beim Fastback natürlich hier eigen. Dann steht ja hier auch schön i30N drauf, das N-Zeichen wieder für die, die es nicht sowieso merken. Und ihr werdet euch fragen, wie erkennt man denn jetzt diesen N von hinten? Hauptsächlich, ja klar, hier dieser ganze Bereich hier unten haben wir natürlich, macht euch keine Sorgen, wieder diesen riesen Diffusor, diese dreieckige Leuchte hier hinten, die war bei der Steilheck-Variante oben angebracht und da hat sie natürlich keinen Platz mehr, also haben wir sie hier unten angebracht. Und ja, gerade der VW-Konzern macht gerne hier durchgängige Lichtbänder. Ich bin gar nicht unbedingt immer nur so ein riesen Fan davon, aber der Designer hier hat das wieder aufgegriffen und hat hier einen Reflektor auf ganzer Breite eingearbeitet. Hier haben wir nochmal so ein kleines Gitterdesign und wir haben natürlich zwei riesige Endrohre hier hinten. Unter dem rechten sitzt dann bei der Performance-Variante übrigens nur der Klappenauspuff, den man auch einstellen kann in den unnachahmlich tollen Sound macht mit Zwischengasbrobbeln und ich weiß nicht, wenn man jetzt so ein Jaguar F-Type fährt, dann denkt man manchmal so, ah, ist das nicht ein bisschen zu viel, ist das nicht ein bisschen übertrieben, selbst bei so einem echten Sportwagen, weil das einfach manchmal ein bisschen einfach zu synthetisch klingt, aber hier muss ich sagen, die Sounddesigner von dem Auto, Wahnsinn, denn wir haben einen Sound. Ich werde es euch später natürlich zeigen können, der immer passt. Das ist grandios. Also Sound bei diesem Auto, boah, wirklich Chapeau, muss ich euch echt sagen. So, das war es jetzt zu den Unterschieden hier hinten. Nochmal vielleicht die Farbe. Mir gefällt die Farbe gut. Aber dann geht es bei mir natürlich darum, dieses Auto ist natürlich nicht nur da, irgendwie so ein schönes Designobjekt zu sein oder so, dass man sagt, ich stelle mir den in die Garage, da kommen die Leute, schauen den an und sagen, Mensch, hast du ein schönes Auto? Nee, das ist ein Alltagsauto, der soll gefahren werden.
Und ja, dazu gehört natürlich der Kofferraum. Und wenn man sich jetzt damit beschäftigt, dann denkt man natürlich hier bei der Variante mit Fließheck ist es natürlich ein kleinerer Kofferraum als bei der Steilheck-Variante. Nein, 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 weit gefehlt. Denn schaut man jetzt hier den Kofferraum an, wenn man mal reinschaut, dann geht da, schwingt der erstmal schön hoch auf. Eben so ein bisschen wie bei so einem VW Atheon. Also richtig praktisch. Ich schlage mir auch nicht den Kopf an. Klar, die Ladekante ist sehr hoch, muss man wissen, das ist so. Aber wir haben hier 460 bis 1350 Liter Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rückbank etwa. Und interessant ist, wir haben hier 13% mehr Kofferraum, also 55 Liter mehr Kofferraum als bei der Variante mit Steilheck. Das ist tatsächlich richtig grandios, denn dann ist diese Variante ja, was den Kofferraum angeht, wirklich ein bisschen alltagstauglicher. So, und wenn man jetzt hier reinschaut, dann haben wir noch so vier Fächer drin, wo wir schön irgendwie Sachen verstauen können, die nicht unbedingt die Freundin oder so sehen soll oder die Oma. Auch richtig gut. Wir können die Heckklappe, die Rückbank umklappen und wir haben hinten noch so eine Querstrebe zwischen den beiden Säulen, die zu einer 6% steiferen Karosserie führen soll. Richtig, richtig gut. Übrigens die Karosserie auch sehr steif. Ja, das war es jetzt so ein bisschen zur Optik und zum Kofferraum. Was ich jetzt natürlich mal mit euch machen will, ist mich reinsetzen, weil da kann ich euch natürlich noch viel mehr zum Auto erzählen. So, und das machen wir jetzt. Jetzt setzen wir uns rein. Ja, also ich bin jetzt hier im Innenraum und da wird es natürlich richtig spannend. Ihr merkt, wir kommen immer näher ans Fahren, aber ich denke, es ergibt erstmal Sinn, dass ich euch den Innenraum mal im Detail erkläre, weil der ist wirklich erstmal wunderschön und aber wunderschön ist ein Attribut bei Innenräumen, die irgendwie viele Autos irgendwie erfüllen. Aber wichtig ist ja erstmal bei der Architektur hier drin, dass es klar ist. Also mir ist es wichtig, denn wir haben hier eine sehr horizontale Architektur, sehr vertikal, sehr aufgeräumt. Das ist bei Autos wichtig. Es ist übersichtlich. Wir haben hier dieses 8 Zoll große Infotainment-System, was so ein bisschen rausragt, was uns die Möglichkeit gibt, auf die Straße zu schauen. Trotzdem aber das Infotainment im Blick zu haben. Ja, und dann beschäftige ich mich einfach mal mit der groben Anordnung, damit ihr es einfach mal versteht, bevor ich dann zu den N-spezifischen Details hier drin komme, in Hard- und Software, okay? Erstmal haben wir hier natürlich ein bisschen Hartplastik. In der Tür ist es ein bisschen weicher, hier oben weicher, hier ist es hart. Aber Leute, mal ganz im Ernst, das ist in dem Segment halt dann auch üblich. Irgendwo muss man ein bisschen sparen. Ich finde, es ist auf jeden Fall schön verarbeitet. So, dann ist der Innenraum hier in Schwarz und Rot gehalten, was ja wirklich schön designt ist. Wenn man dann überlegt, wir haben außen Düsen, dann haben wir das Infotainment hier in der Mitte, was so ein bisschen raussteht, wie so ein iPad-mäßig. Lüftungsdüsen hier. Hier unten haben wir dieses ganze Bedienelement für die Klima, einen Start-Stopp-Knopf. Hier ist die Handschaltung. Auch übrigens, ihr wisst es, dieses Auto gibt es natürlich nur mit 6-Gang-Handschaltung und das finde ich auch genau richtig, wobei ich mich natürlich auch so ein bisschen über ein Automatikgetriebe freuen würde, wenn es das zumindest optional gäbe. Aber wie ich gehört habe, soll Hyundai dran sein, ein Automatikgetriebe für dieses Auto zu entwickeln. Die Doppelkuppler, die sie bisher haben, die sollen nicht ins Auto passen, finde ich auch konsequent, das zuzugeben. Ja, dann haben wir hier ein Staufach. Wir haben Staufächer hier, Cupholder für Getränke. Hier ist übrigens dann der Schlüssel, dass ihr den mal seht. So sieht er aus. Steht N drauf, ist eigentlich auch ganz praktisch hier. Wir haben noch eine manuelle Handbremse, was sehr wichtig ist. Wir haben hier noch ein Staufach in der Armauflage drin, was auch gut ist. Wir haben hier vorne ein großes Handschuhfach und in der Tür bekommen wir mit viel Glück 2 Dosen und noch eine große Flasche unter. Also hier drin ist sehr viel Staufach. Hier oben noch die Sonnenbrille, die reinpasst. Also das ist schon wirklich durchdacht. So, und was dann wichtig ist, ist hier, ich mache das Auto, ich mache jetzt mal die Zündung für euch an. Und ihr seht, hier drin blinkt was. Das ist mein Handy. Und ich weiß nicht, ich habe es schon oft erklärt, aber schön ist hier beim i30 Fastback N natürlich, dass wir immer Apple CarPlay Android Auto haben und wir haben immer das induktive Laden. Also ich lege mein iPhone 10 da drauf einfach und es lädt von allein. Und jetzt habe ich natürlich mal was vorbereitet. Hier mein Kabel. Das stecke ich dann hier vorne in den USB-Stecker. Da haben wir auch einen AUX-Stecker. Verbinde das Handy hier mit dem System. So, jetzt steht hier, Apple CarPlay ist verbunden und wenn man dann Media drückt,
muss ich mein iPhone entsperren, jetzt kennt ihr alle meinen Code. Und dann kommt hier die Nutzeroberfläche von meinem Handy hier vorne drauf. Richtig praktisch, kann ich mir das Navi anzeigen lassen, habe Hyundai-Apps, kann mir Nachrichten vorlesen lassen, kann meine Musik echt einfach abspielen. Das ist schon richtig gut. Ich wollte euch das erzählen, weil das ist immer da drin und das ist wichtig. Ich genieße das sehr, wenn Autos das haben. Jetzt mache ich es aber wieder weg, weil genug mit dem Handy gespielt so. Ja, dann müssen wir uns natürlich mit den Sitzen beschäftigen. Erstmal haben wir hier wahnsinnig tolle Sitze. Das sind keine Schalensitze. Das wäre auch für so ein Auto, was auch im Alltag funktionieren muss, natürlich vielleicht gar nicht so ideal. Sondern wir haben hier große Seitenwangen, also eine hohe Stabilität in den Sitzen. Und die sind gleichzeitig auch sehr bequem. Also tolle Sitze hier drin. Die gibt es dann hier mit diesem weichen Velourleder ist das, glaube ich, oder Alcantara in der Mitte. Die haben immer die rote Naht und groberes Leder außen. Soll laut Biermann den Vorteil haben, dass wir hier eben nicht so viel rutschen auf den Sitzen. Diese Sitze sind dann aufpreispflichtig, sind in dem Komfortpaket für 1.700 Euro drin. Da ist dann auch, sind auch noch die anklappbaren Spiegel übrigens drin. Ja, Stoffsitze haben halt den Vorteil, dass man im Sommer einfach nicht so drauf schwitzt und die hier sehen viel besser aus, sind robuster. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr dieses 1.700 Euro teure Komfortpaket wollt. Ich würde nicht drauf verzichten wollen, weil ganz ehrlich, so viel Ausstattung gibt es ja auch nicht dann. Ja, wie machen wir weiter? Euch interessiert natürlich, was ist denn jetzt hier erstmal N-spezifisch? Erstmal den dunklen Himmel hier drin, der passt perfekt ins Auto. Den gibt es dann immer im N. Nur, glaube ich, das passt natürlich perfekt hier rein, muss auch ins Auto, weil das ist wirklich durchdesignt ohne Ende. Dann haben wir natürlich ein N-Lenkrad hier, das Multifunktionslenkrad hier mit perforiertem Leder außen. Wir haben den Drive-Mode hier und so eine N-Flagge da, dazu komme ich aber später. Hier ist auch schön das N-Zeichen drauf. Wir haben dunklere Türgriffe hier an den Seiten, wir haben N-Einstiegsleisten, wir haben N-Fußmatten, wir haben einen N-Schaltknauf hier drin. Und wir haben natürlich hier vorne im Display auch noch schön ein N-Zeichen drin und wir haben da vorne, komme ich später zu, wenn ich das Auto dann anmache, so eine N-Schaltanzeige. Ich glaube, ab 4000 Umdrehungen wird das dann rot da oben, ist so ein bisschen kleines Ferrari-Element, ist also schon wirklich cool. Aber dann gibt es natürlich noch die Expertenfrage für euch, weil ihr wollt vielleicht wissen, na, was sind denn jetzt die Fastback-spezifischen Elemente im Vergleich zum Style-Hack? Das ist relativ eine schwierige Frage, ist eine Preisfrage. Erstmal haben wir hier die Lüftungsdüsen auf beiden Seiten sind in Rot gehalten beim Fastback statt in Blau, soweit ich weiß. Wir haben hier den Drive-Mode-Schalter und die Flagge hier in Schwarz statt in Blau und die ganzen Nähte im Auto hier vorne im Schaltknauf, wo ein N drauf steht und auch hier rot ist, sind in Rot. Die Nähte in den Sitzen sind rot statt blau, also eben in den Fußmatten. Also alle Nähte, die hier drin rot sind, sind im anderen blau. Finde ich wirklich ja, sehr konsequent durchdesignt. Auch im Lenkrad haben wir übrigens rote Sitze, was wirklich schön ist. Aber jetzt geht es natürlich auch ein bisschen darum, euch vielleicht dann mal die Software hier drin vorzustellen. Erstmal haben wir hier noch, wenn man jetzt die Zündung anmacht, hier links zwei analoge Instrumente. Einmal ein Drehzahlbegrenzer, der geht bis 8000. Einmal ein Tacho, der geht bis 300 km/h. Das ist natürlich eine Menge. Ihr wisst, das Auto fährt 250 km/h schnell. In der Mitte ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie groß ist es, 4 Zoll, ein kleines Display natürlich mit den wichtigsten Anzeigefunktionen hier drin. Kann man hier schön verstellen. Reifendruck kann man sich anzeigen lassen. Alles Mögliche, die Wartungsintervalle, wie schnell man fährt. Die Navigation kann man sich hier drauf zeigen lassen. Wenn man natürlich für dieses 8 Zoll Display, was immer hier drin ist, die Navigationsfunktion für 600 Euro bestellt, dann hat das Auto auch ein Navi. Muss man wissen, sollte man auf jeden Fall beim Bestellen dran denken, dass man eben dieses Navi hier drin mitnimmt, weil ich glaube, ein Navi braucht man immer. Aber übrigens, bevor ich es vergesse, Sitzheizung, Lenkradheizung, ESC-Off-Knopf, gibt es hier einen Parkpiepser-Knopf und Start-Stopp-Knopf gibt es auch noch hier. Das sind dann die Knöpfe neben den Knöpfen in der Klima und den hier im Lenkrad. Und da haben wir natürlich noch Knöpfe hier an der Seite für die Sitzeinstellung, die elektrische.
und eben die Fensteröffner. Übrigens, die elektrische Sitzverstellung ist immer im Komfortpaket. Also will ich Ledersitze, abklappbare Spiegel zum Beispiel, elektrische Sitzverstellung, dann habe ich die immer im Komfortpaket für 1700 Euro. Schön ist auch hier, wir haben eine Sitzverlängerung für die, die größer sind oder wenn es bequem sein muss, eine Lordose-Stütze hier drin. Also das sind wirklich schon sehr, sehr tolle Sitze. Die kann man auch hier in diese Richtung verstellen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, also in die Höhe und quasi in die Breite, so nach vorne und hinten, also tolle Sitze, Sportwagensitze, die gleichzeitig bequem sind, wirklich gut. So, aber jetzt habe ich euch versprochen, ich muss euch zeigen, was die N-Funktionen hier drin sind, denn das macht dieses Auto aus, das ist wirklich toll. Erstmal, wenn wir jetzt hier sind wir quasi auf Home, hier haben wir das Navi und dann haben wir den N-Mode hier, wenn man hier drauf drückt. Ich erkläre euch jetzt, glaube ich, hauptsächlich, was der N-Mode ist hier drin. Und dann sieht man hier viel. Wir haben den Zeitnehmer hier drin. Das hat man dann, glaube ich, auch nur, wenn man dieses Komfortpaket bestellt. Für Rundenzeiten, G-Kräfte haben wir hier drin. Ja, den Turbo, Drehmoment und Leistung ist hier eine Anzeige. Das ist alles schön, nice to have, aber wirklich interessant wird es jetzt hier bei Custom. Denn ich kann hier erstmal, habe ich vier Funktionen, die ich einstellen kann zum Antrieb. Erstmal Motor. Da kann ich also den Motor quasi von normal über Sport zu Sport Plus einstellen. Dann habe ich die RPM-Anpassung hier. Also die Anpassung natürlich fürs Getriebe, für die Schaltzeit, wann die schaltet, von off zu normal zu Sport. Dann fahre ich also die Gänge mehr aus, wird es halt von normal über sportlich. Und interessant ist übrigens da, die Spreizung ist wirklich krass. Dann habe ich ELSD, also quasi vorne dieses elektronische Sperrdifferenzial, elektronisch ansteuerbare Sperrdifferenzial von normal zu Sport. Und dann kann ich hier noch den Auspuff einstellen von normal, da ist er wirklich angenehm, zu Sport Plus, da knallt er wirklich, da proppelt er da hinten raus. Ich schneide es euch einfach mal rein, der macht wirklich einen tollen Sound, das ist Wahnsinn. So, und dann haben wir natürlich die Sache noch zum Fahrwerk. Das heißt, insgesamt haben wir hier nochmal drei Funktionen zum Einstellen. Insgesamt sind es dann sieben Funktionen. Da träumt ein Golf GTI von. Ich finde das ein wirklich tolles Gimmick. Und klar, der Focus RS oder so hat seinen Drift-Mode oder so. Aber das hier ist im Segment das Beste, weil wir können hier wirklich viel verstellen. Und das ist auch wirklich nicht zu viel. Das kann man sich dann unter Custom schön einstellen. Hier Radaufhängung heißt Dämpfer. Wir haben also immer adaptive Dämpfer drin, von normal Sport zu Sport Plus. Und das ist wirklich, ich sage es nochmal, eine Spreizung, die man merkt. Dann haben wir hier die Lenkung, also die Kennlinie der Lenkung können wir schön anpassen. Fährt man dann schneller, ist es natürlich ein direkteres Lenkverhalten und bei langsam ein bisschen komfortabler, schwammiger. Aber das ist dann halt auf der Autobahn auch einfach mal angenehm, wenn man nicht so direkt an der Lenkung ist. Und dann haben wir hier noch das ESC, was manchmal ESP heißt in anderen Konzernen. Also quasi die elektronische Stabilitätshilfe von normal zu Sport und aus. Vom Ausstellen würde ich den unerfahrenen Fahrern von euch ein bisschen abraten, weil da wird es dann schon wirklich krass, muss ich euch sagen. Also Sport ist dann ein schöner Kompromiss. Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung generell. Radio, Media habt ihr gesehen. Dann haben wir hier die Karte, können wir uns anzeigen. Und wenn man dann natürlich krasses, hat man hier eine Kurzwahltaste, wo man sich direkt dann die Custom-Sachen hier drauf zeigen kann. Hier übrigens der Zeitnehmer, dass ihr den mal seht. Der G-Kräfte-Anzeiger beim Fahren ist interessant. Hier unten kann man auf den Turbo drücken, hat hier eine Anzeige. Das Drehmoment kann man hier sehen, schön in der Grafik, das ist wirklich krass. Und den Leistungsverlauf kann man sehen, also das ist schon wirklich cool. So, aber jetzt sagt ihr vielleicht, okay, Kurzwahltaste hier, aber das ist mir einfach zu viel. Überhaupt kein Problem, denn wir haben den Drive-Mode-Schalter hier. Dann sehen wir hier vorne und hier nochmal Sport. Wir können das sportlich einfach einstellen. Das ist dann eine runde Abstimmung von allen Komponenten, die ich euch aufgezählt habe, Richtung Sport. Wir können es ökologisch einstellen, Richtung Kraftstoffverbrauch, dass wir nicht so viel Kraftstoff verbrauchen. Und wir können es normal abstellen, einstellen. Ist halt ein Kompromiss so fürs alltägliche Fahren. So. Aber dann knallt es natürlich richtig, denn wir haben hier den N-Modus. Das ist der absolute High-Performance-Modus. Direkt einfach hier auf die Flagge gedrückt und dann wissen wir, wo die Reise hingeht, dann knallt es. Wir haben den Custom-Modus, wo wir uns dann alles selbst einstellen können. Das heißt, wenn ich alles auf N stellen will, theoretisch vielleicht nur die Dämpfung ein bisschen weicher, kann ich das hier einstellen, habe einen Knopf, drücke zweimal drauf und bin direkt da. Das ist wirklich krass. So,
Dann hat dieses Display aber natürlich hier vorne noch eins. Wir haben hier vorne eine Drehzahl-Begrenzungsanzeige, habe ich euch gesagt, wie bei Ferrari. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt mache ich euch das Auto mal an, um euch das zu zeigen. Dann können wir nämlich gleichzeitig noch den Sound hören, was wirklich schön ist. Machen wir hier mal Drehmoment. Und um euch das zu zeigen, muss ich oder darf ich ein bisschen Gas geben, dann seht ihr das da vorne an dem roten Strich. Ja, also ich mache nochmal den Sound, damit ihr den hört. Und dann habe ich den Strich hier vorne drin, weiß immer im Drehzahlbegrenzungsbereich, wie sich das dann anhört. Was wir jetzt mal noch machen wollen, ist hier zurück zu Custom, zurück zum Auspuffklang, stellen wir auf Normal und jetzt wird es ein bisschen leiser. Aber immer noch eben schön präsent. Das hier ist dann Sport. Und das hier wäre Sport Plus. Ja, wie ihr hört, kommt dann so ein Brobbeln, so Fehlzündungen. Das werdet ihr dann auch beim Fahren sehen. Ja, und das war jetzt das hier so, was ich vorne irgendwie zum Innenraum sagen kann. Wenn ihr Fragen zu den Funktionen zum Innenraum habt, dann fragt es mich gerne. Ich werde mir Mühe geben, euch alles zu beantworten zu den Sitzen. Ach übrigens, wenn man ein bisschen Kritik finden muss, dann kann ich das machen. Wir haben kein abgerundetes Lenkrad, abgeflachtes Lenkrad unten. Das macht Audi, ob man das braucht, weiß ich nicht. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu fleischig. Und was ein GTI ausmacht, ist, man setzt sich rein und er passt gleich. Der hier passt auch irgendwie. Man kann auch alles Mögliche verstellen, aber man muss sich ein bisschen Mühe geben, bis man die richtige Sitzposition gefunden hat. Hier Lenkrad kann man schön in alle Richtungen verstellen, die Sitze kann man schön verstellen, die Kopfstütze kann man schön verstellen. Aber beim GTI passt so ein bisschen besser. Ansonsten, wenn man mal seine Position gefunden hat, ist es eine tolle Fahrposition. Aber was wir jetzt mal machen wollen, was beim Fastback natürlich nicht uninteressant ist, ist uns auf die Rückbank setzen und einfach mal schauen, wie viel Platz ich als großgewachsener Mensch dann hinten habe. Ja, Rückbank ist natürlich hier bei der Fastback-Variante entscheidend, weil ihr werdet euch fragen, wie viel Platz habe ich hier hinten, ist genug Platz? Zur Einordnung, ich bin 1,88 Meter groß und definitiv zu schwer, aber das ist eine ganz andere Nummer. Erstmal seht ihr natürlich hier im Vergleich zum Steilheck, ich stehe mit dem Kopf da oben an. Helm könnte ich jetzt irgendwie nicht mehr tragen, dann müsste ich so sitzen. Es ist okay. Die Fastback-Variante hat ein bisschen weniger Platz hinten als die Steilheck-Variante. Natürlich hier in der Länge profitieren wir, weil die Knie haben wahnsinnig viel Platz hier vorne. Nur eben mit dem Kopf ist es schwierig. Wenn ich jetzt natürlich hier runtergehe, okay, dann ist es gut. Schön ist auch, dass man die Sitz hier vorne, die Kopfstützen in der Länge verstellen kann. Das habe ich so auch noch selten gesehen. Und wunderschön hier drin ist übrigens, dass wir dieses ganze Muster hier mit dem weichen Leder auch hier hinten haben. Ist richtig gut. Wir haben jetzt hier keinen USB-Stecker hinten drin, keine Lüftung und nichts. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Wir haben noch mal ein bisschen Platz in den Türen. Wir haben auch diese satinierten Elemente hier, also die Griffe hinten. Ja, ich habe es eigentlich nur gemacht, damit ihr mal seht, wie viel Platz hier hinten ist. Die Sitze sind natürlich auch von hinten schön. Man sieht auch schön auf die Straße, sitzt ein bisschen höher. Also man kann es hier drin hinten schon wirklich aushalten. So ist es nicht. Nur eben mit dem Kopf. Da haben wir halt, da merkt man eben deutlich, dass das Auto 3 cm flacher ist. Ja, aber was wir jetzt natürlich machen und was ganz wichtig ist, wir beschäftigen uns mit dem Motor und mit dem Fahren. Ja, ihr seht schon, ich habe ein Lächeln auf dem Gesicht, denn die Pflicht ist jetzt vorbei, euch alles zu erklären, wie es funktioniert. So, jetzt kommen wir zum Motor und darum geht es bei diesem Auto. Es geht ums Fahren, Bella Machina. Was soll ich viel drum rumreden? Ich mache ihn euch einfach mal auf. Hier versteckt er sich, das Schmuckstück. So kann ich ihn hier reinklappen. Da ist er, ist ein Vierzylinder. Das Auto ist frontangetrieben, hat vorne ein Sperrdifferential drin. Wir haben hier die 275 PS Variante, es gibt noch die 250 PS Variante, das ist die Performance Variante hier drin. Ein maximales Drehmoment von 386 Newtonmeter. Im Overboost, der geht 7 Sekunden lang. 7 Sekunden reicht, so lange kann man Gang eigentlich gar nicht fahren. Das Auto ist bei 250 km/h, endet die Beschleunigung. Wir haben Normverbrauch von 7,8 Litern. Ich habe wirklich nicht viel mehr gebraucht.
Und ja, ein Beschleunigungswert von 6,1 bei der Performance-Variante zu 6,4 bei der kleineren Variante. Das ist wirklich mit dem Radstand und die Zahlen sind identisch zum Steilheck. Ja, das ist der Motor. Ich überlege, was ich euch sagen kann. Bei der Performance-Version ist dann immer der Klappenauspuff hinten dran zum Beispiel. Ja, aber ich kann euch natürlich viel vom Pferd erzählen. So sieht der Motor aus, ist eigentlich ganz schön verkleidet und 275 PS sind wirklich eine Menge. Ich kann euch wahnsinnig viel dazu noch erklären. Wir haben zum Beispiel die 7 Verstellmöglichkeiten da drin, zum Beispiel von den adaptiven Dämpfern, zum Beispiel von der Lenkung zum Motor, vom Sound, von der Klappenauspuffanlage, vom ESC, vom Sperrdifferenzial da vorne drin. Scheißegal, alles, viel erklärt, viel Tamtam. Was ich machen muss, ist jetzt mit euch fahren. Jetzt steige ich ein, jetzt geht's los. Ich mache jetzt hier die Klappe zu und ihr seht schon, ich freue mich wie Bolle, weil jetzt wird dieses Auto hier endlich gefahren. Darum geht's und Klappe zu, Affe tot, ich fahr los. So, ich bin im i30N, Fastback N, jetzt wird gefahren. Ich freue mich wie Bolle, wie ein kleines Kind. Darum geht es bei diesem Auto, man muss den fahren. Erstmal, ich habe ihn noch nicht an, so viel vorweg. Dieses Auto bekommt den Spagat aus alltagstauglich und sportlich zu einem vernünftigen Preis unnachahmlich hin. Ich bin jetzt dafür da, euch zu erklären, woran das liegt. Und jetzt erstmal ein bisschen zur Einordnung vom Auto. Wir haben Frontantrieb vorne. Zwischen der Achse ist ein Sperrdifferenzial elektronisch zu steuern. Das können wir auch einstellen hier drin, wie so vieles. Dann haben wir hier die 275 PS Variante. Es gibt die 250 PS Variante noch. Ich werde euch jetzt aber auch gleich erzählen, warum ich finde, dass eigentlich nur die 275 PS Variante sinnvoll ist. Liegt auch an der Ausstattung. Dann haben wir hier immer nur die 6-Gang-Handschaltung. Wir haben 378 Newtonmeter maximales Drehmoment, 7 Sekunden Overboost-Funktion. Nennt Hyundai das 250 km/h Höchstgeschwindigkeit hier drin, was auch ein Brett ist aus meiner Sicht. Dann beschleunigt hier der in 6,1 Sekunden auf 100. Die 250 PS Variante braucht 6,4 Sekunden und wir sind beim Verbrauch irgendwie von 7,8 Liter. Ich habe realistischerweise über Land 8, bisschen was über 8 Liter gebraucht, 8,4 so und habe in der Stadt 9 Liter gebraucht, so viel zur Einordnung. Dann können wir natürlich hier noch 7 Elemente verstellen in dem Auto, habe ich euch schon gezeigt. Werde ich euch jetzt beim Fahren nochmal zeigen. Ihr seht, ich habe eine tolle Sitzposition, gute Position über die Straße. Ich habe mir das Lenkrad wirklich schön eingestellt. Das liegt gut in der Hand. Ich sitze gut, aber jetzt, bevor es losgeht, mal im Leerlauf noch. Ihr hört, da klingt er noch nicht so gut. Custom, Auspuffklang, Sport Plus rein. Und jetzt geht's los. Ich werde jetzt natürlich mit euch mal losfahren. Bin im Sportmodus hier drin. Und ihr hört schon erstmal, der klingt gut. Und zweitens, wir haben ein Auto hier, was unfassbar viel Spaß macht, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin es natürlich schon ein bisschen gefahren. Wir haben hier eine 10 Kilometer abgesperrte Landstraße mit tollem Asphalt. Hier sind übrigens immer die 19 Zöller drauf. Auf der großen Version, die kleine hat 18 Zöller. Ich bin eigentlich ein größerer Fan von den 18 Zöllern. Die 19 Zöller passen natürlich auch ganz gut. Die Bereifung ist ziemlich gut. Hier drauf mit den Pirelli-Reifen, aber auch die Michelin-Reifen sind gut so. Und jetzt sind wir hier in einer schnellen Kurve und ihr merkt schon, der klebt. Der klebt wahnsinnig gut, der klingt gut. Wir haben hier auch so Zwischengas-Frotzeln. Das Auto klingt aus meiner Sicht ja besser als der aktuelle Golf GTI. Und für einen Frontriebler, ganz im Ernst, bei diesen Witterungsbedingungen wird man nicht merken, dass es ein Frontriebler ist. Woran liegt das? Ja, das liegt natürlich auch am Sperrdifferenzial da vorne drin. Das heißt, die Räder können sich unterschiedlich schnell bewegen und wir können das Sperrdifferenzial hier vorne auch einstellen. Also einfach hier auf den N-Modus. Dann gehen wir auf Custom. Haben dann eben den Auspuff hier und haben dann zurück RPM-Anpassung auf Sport kann man das stellen und es geht auch einfacher am Lenkrad hier Drive-Mode Richtung Sport oder
wenn man es dann ganz krass will, Richtung N-Modus. Den kann man sich dann auch einzeln einstellen. Ja, ich will jetzt einfach mal ein bisschen mit euch fahren. Erstmal die Lenkung. Wir können hier drin natürlich die Kennlinie der Lenkung verstellen. Macht man auch hier vorne drin. Aber jetzt haben wir sowieso Sport. Das geht, glaube ich, in 3 Stufen. Die Kennlinie verstellen bedeutet, dass wir dann natürlich ein direkteres Lenkverhalten haben. Je sportlicher es dann sein soll und je alltagstauglicher es sein soll, desto weicher wird das Lenkverhalten. Wir haben hier drin immer adaptive Räder, adaptive Dämpfer, die können wir auch nochmal einstellen. Das merkt man dann auch, wenn man es einfach mal Fahrwerk, Radaufhängung verändert von normal. Jetzt wird es weicher über Sport hin zu Sport Plus. Jetzt wird es härter, jetzt ist es richtig straff. Ja, vielleicht spiele ich einfach mal das mit euch durch. Und übrigens, dieser Motor ist unglaublich kultiviert hier drin. Diese 275 PS sind einfach ein Brett. Wobei ich sagen muss, eigentlich merkt man die gar nicht so viel krasser im Vergleich zur 250 PS Variante. Ja, aber es ist auf jeden Fall toll. 6,1 Sekunden sind krass. Und ja, jetzt spiele ich mit euch mal die Einstellung hier durch, weil es euch vielleicht interessiert. Lenkung können wir hier verstellen von normal. Jetzt ist es ein bisschen weicher. Über Sport. Jetzt wird es ein bisschen direkter. Merkt man direkt. Also die Spreizung ist wirklich da. Zu Sport Plus. Wirklich schön. Wirklich toll. Jetzt haben wir eine ultra direkte Lenkung. Fast wie so ein Skalpell können wir hier durch Butter fahren. Also wäre quasi die Straße Butter, hätten wir hier das Messer dazu. Wahnsinn. Der liegt übrigens auch toll auf der Straße. Ich merke keinen Riesenunterschied hier beim Fastback zur steilen Variante. Das ist toll. Vielleicht gefällt mir der hier noch ein bisschen besser, weil er ein bisschen mehr Karosserie hat. Der Radstand ist übrigens der gleiche. So, und jetzt verändern wir mal die nächste Komponente, nämlich das ESC, also ESP bei anderen, Antiblockiersystem. Ist da auch drin, von normal können wir machen. Da müssen wir dann die Kurve schneller anfahren, merkt man. Dann hilft er uns im Grenzbereich. Bei Sport lässt er dann ein bisschen mehr Spiel zu. Und off können wir machen, muss man aber nochmal bestätigen, will ich jetzt aber nicht, weil wir ja eigentlich auf einer öffentlichen Straße sind. So, das sind einfach die Einstellungen zum Fahrwerk. Dann haben wir die zum Antrieb. Motor, können wir normal, Sport, Sport Plus, also das Ansprechverhalten. Lassen wir jetzt mal auf Sport Plus. Die RPM-Anpassung kann man ganz ausmachen, normal oder Sport. ELSD gibt es nur normal oder Sport. Und den Auspuffklang haben wir jetzt in der höchsten Stufe. So, und jetzt fahren wir einfach mal hier in der höchsten Stufe, in dem N-Modus hier. Drin kann man, haben wir halt einfach schön auch diese Kurzwahltasten hier drin. So, und jetzt wird gefahren. Und für mich die Gelegenheit, ich habe es euch versprochen, euch so ein bisschen zu sagen, warum ich finde, dass eigentlich in dem Auto nur die 250 PS Variante wirklich Sinn ergibt. Naja, das liegt eben daran, dass wir 25 PS mehr Leistung haben, was wirklich eine Menge ist. Aber wir haben eben nicht so viel Mehrpreis. Ich glaube 31.100 zu 33.600. Und wir haben hier in der großen Variante halt natürlich schon eine ganze Menge mehr Ausstattung drin. Schaut es euch an. Und ich finde, dieses Mehr an Ausstattung, das hier drin ist, lohnt sich eigentlich so sehr, dass man eigentlich nur die große Variante nehmen sollte. Wenn einem das nicht so wichtig ist, kann man natürlich auch die kleine Variante nehmen. Zum Thema Sicherungssysteme hier drin. Wir haben echt fast alles drin, was man so braucht. Eine Rückfahrkamera würde ich euch bei dem Auto übrigens immer empfehlen, die ist schön klar. Wir haben dann einen Spurhalteassistent, also der hält die Spur wirklich. Wir haben City-Notbremsfunktion, die geht, glaube ich, bis 75 km/h. Wir haben Tempomaten hier drin, keinen Abstandsregeltempomaten, aber ob man das in dem Auto wirklich braucht, weiß ich nicht. Das ist ganz schön. Ja, wir haben einfach viel drin, was man so in modernen Autos drin hat, was wirklich okay ist und gut. Eine Schildererkennung zum Beispiel gibt es, glaube ich, auch. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Da hat man mit dem Auto einfach ein sehr modernes Konzept. Und ihr merkt hier, ich will eigentlich gar nicht raus. Jetzt muss ich umdrehen, weil die Straße geht mir zu Ende langsam. Aber für euch ist natürlich vielleicht so ein bisschen wichtig, da sieht man jetzt schön die Rückfahrkamera, für euch vielleicht so ein bisschen wichtig, die Einordnung. Wir wollen das Auto natürlich hier beim Fahren, vor allem beim sportlichen Fahren, im Segment einordnen. Ich kenne kaum ein Auto, wo die Spreizung
aus sportlichem Fahren und Alltagsfahren so groß ist. Und ich kenne auch kaum einen Fronttriebler, der so gut funktioniert. Natürlich haben wir auch den Golf GTI, der fährt sich aber wesentlich bräver. Hier der Motor ist unglaublich kultiviert beim Hyundai. Der fährt sich bräver. Ich finde, der klingt hier besser als der GTI. Und ich finde, er hat eine ähnlich gute Straßenlage und ist ähnlich beherrschbar. Vielleicht ist es der bessere GTI zu einem geringeren Preis, wenn man jetzt mal von den Performance-Varianten absieht. Und dann ist der GTI natürlich auch ein ganzes Stück teurer. Mit Ausstattung, muss man dann auch mal ehrlich sagen, kommen wir einfach auf einen höheren Preis. Dann haben wir den Civic Type R. Der hat natürlich viel mehr Leistung, hat eine Optik, wo man sich auch ein bisschen trauen muss, das Auto zu fahren. Der hat einen weniger kultivierten, aber brachialeren Motor und ist wahrscheinlich vom Fronttriebler, vom Fahrwerk einfach noch sportlicher abgestimmt. Ja, dann haben wir einen Octavia RS zum Beispiel, der ist viel braver, der klingt nicht so, der hat hier nicht dieses Zwischengas-Frotzeln, wenn man hier mal hört, dieser Sound, mein Gott, fühlt sich an wie in so einem echten Rennmobil, Wahnsinn. Ich selbst habe ja einen Mini Cooper S, der 231 PS, es gibt auch noch den Mini John Cooper Works und ich finde den hier, muss ich echt sagen, von der Straßenlage ein bisschen besser und wir haben natürlich halt auch viel mehr Platz zu einem geringeren Preis. Ja, was will ich euch sagen? Audi S3 kann noch mithalten, ist viel teurer. Ein Mercedes CLA 250 hat weniger Leistung und ist viel teurer. Der 45 AMG ist natürlich brachialer, aber ja, über doppelt so teuer. Ja, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr merkt, wie viel Spaß ich hier drin habe. Toll ist natürlich das Kurvenverhalten und ganz toll ist natürlich auch hier diese Verstellmöglichkeiten, denn ganz viele feiern ja im Focus RS einfach diesen Drift-Mode und die Verstellmöglichkeiten. Hier haben wir mehr. Die adaptiven Dämpfer haben wir immer hier drin. Wir haben eigentlich fast alles, was hier drin ist, immer drin. Das ist schon wirklich ein Brett. Und die Sitze, mal ganz im Ernst, schaut es euch an, in schnell angefahrenen Kurven. Die Sitze geben so viel Seitenhalt. Das Lenkrad liegt gut in der Hand. Stört mich nicht, dass es unten abgeflacht ist. Der Beschleunigungswert ist wirklich krass hier drin. Also wir haben eine tolle Beschleunigung. Es fühlt sich alles auch noch ein bisschen schneller an, als es wirklich ist. Mein Gott, das ist grandios. Und dann fragt er mich natürlich, ja, warum feierst du dieses Auto so? Und da muss ich euch sagen, ja, ich feiere den halt so nicht wegen dem Motor und allem Einzelnen, sondern weil ich immer finde, dass bei Autos die Abstimmung zählt. Und der hier ist natürlich auf der Nordschleife abgestimmt mit unzähligen Testkilometern. Das merkt man. Das ist hier so ein richtig kleiner Rennwagen und der ist wahnsinnig rund. Wenn ich über einen McLaren spreche, sage ich immer, ich finde die so toll, weil die so rund abgestimmt sind wie Sportwagen. Und da haben wir hier einfach ein ähnliches Phänomen. Will hier irgendwie gar nicht mehr raus. Der Ton, mein Gott, das ist gut. Der Klappenauspuff, den gibt es ja nur in der 275 PS Variante. Den braucht man, der ist grandios. Dieses Zwischengasfrotzeln, der klingt eigentlich, ja, da bin ich ehrlich, besser als alles andere im Segment. Auf jeden Fall auch so viel besser als der Civic Type R. Der Golf GTI ist mir zu synthetisch. Da finde ich das hier wirklich toll. Das passt einfach. Und die Optik außen, da muss man sich nicht schämen. Ja, Wahnsinn. Dann haben wir natürlich noch den Launch Control Start hier drin. Das ist toll. Wir haben vorne eine Anzeige, wenn wir in zu hohe Drehzahlen kommen, dann blinkt es so rot. Wenn ich jetzt meinen zweiten Gang schalte, blinkt es rot wie bei einem Ferrari. Mein Gott, ist das gut. Das ist ein Spaßpaket hier drin. Ohne Ende. Wahnsinn. ja, ich bin überzeugt, ich würde ihn wahrscheinlich kaufen, weil einfach zu dem Preis von ab 33.600 Euro, 275 PS, 250 km/h Höchstgeschwindigkeit, 6,1 Sekunden Beschleunigung, Wahnsinn. Unglaublich, wirklich unglaublich. Und dann die Verstellmöglichkeiten, aber jetzt wiederhole ich mich. Worum es jetzt natürlich geht, ist, okay, wer fährt schon immer so? Eigentlich ist man ja im Alltag vielleicht eher ein braver Fahrer so. Und dann gibt es hier einen einfachen Trick. Ich stelle auf Normal oder Eco einen Knopf hier drin und er wird auf einmal brav. Der ist zwar immer noch präsent und der Motor ist da, aber die Lenkung wird wesentlich indirekter, die Dämpfung wird viel weicher, die Gasannahme ist zurückgesetzt.
Ja, das ESP funktioniert richtig gut. Also diese ganzen 7 Funktionen, er wird leiser, die ich euch aufgezählt habe, die sind jetzt alle einfach Richtung Komfort gestellt. Und so kann man sich vorstellen, ganz gemütlich durch die Stadt, ohne aufzufallen, auf der Autobahn zu fahren, ist weich gefedert, hat ein bequemes, alltagstaugliches Auto mit großem Kofferraum, mit vielen Assistenten hier drin, mit einem guten Infotainment, mit einem guten Navi. Ja, das ist schon dann wirklich gut. Und der Verbrauch, okay, ich habe es euch gesagt, 7,8 Liter ist er, glaube ich, angegeben im Norm. Ich habe 8,4 hier gebraucht, wenn ich normal fahre, in der Stadt 9, wenn man normal fährt. Klar, wenn man ihn dann drückt, kommt man bestimmt auch an die 10, vielleicht auch drüber. Aber ich muss sagen, jetzt schalte ich wieder auf N hier, rechts am Lenkrad. Jetzt macht es auf einmal richtig Spaß. Und jetzt ist es ehrlich gesagt genau mein Auto und genau das Auto, was man sich halt eben noch leisten kann, was richtig Spaß macht, was sehr kontrollierbar in der Kurve ist, mit dem man auch wirklich auf eine Rennstrecke gehen kann. Da gibt es übrigens von Hyundai direkt auch noch Teile für, extra Teile und Renntrainings, so ein Bilster Berg zum Beispiel, für die Nordschleife auch ein tolles Auto. Dann ist dann immer die Frage, stellt man das Fahrwerk dann ganz hart oder mittelhart? Wenn man es ganz hart stellt, dann ist es schon wirklich sehr straff abgestimmt. Was mir aber sehr entgegenkommt, manchen wird es zu hart sein. Ja, jedenfalls, um das abzuschließen, danke Hyundai für diese bergige Straße hier. Danke für dieses tolle, designorientierte Auto. Ich bin ein Riesenfan und an der Stelle ist es bei mir immer so ein bisschen, ich muss ja eigentlich was kritisieren. Aber wisst ihr was? Mir fällt wenig ein. Okay, wir haben kein Allrad. Ein Allrad wäre noch schön, aber irgendwie muss man ja schauen, dass das Auto preislich irgendwie im Rahmen bleibt. Und der Frontantrieb ist so gut abgestimmt, dass bei guten Witterungsbedingungen der stempelt nicht. Der Launch Control Start ist natürlich toll hier. Das kann ich euch leider nicht zeigen, weil der funktioniert nur in der Ebene. Und hier haben wir eine bergige Straße. Ja, aber das ist wirklich toll. Jetzt mal noch eine Vollbremsung einfach für euch, dass ihr seht, die Bremsen funktionieren auch gut. Tolle Bremsen, tolle Kurvenlage, tolle Straßenlage. Und es ist am Ende vom Tag nicht die Beschleunigung, die das Auto ausmacht, sondern die Querdynamik, wie gut er einfach in der Kurve liegt. Ihr merkt schon, selbst wenn ich bis 6.000, 7.000 Umdrehungen komme, der stempelt vorne nicht rein, der klebt schön hier, bricht nicht aus, trotz Frontantrieb. Tolles Auto und gleichzeitig für einen Alltag gemacht, auf Knopfdruck. Wahnsinn, Chapeau Hyundai. Und da gibt es einfach dann meine Kaufempfehlung. Und jetzt komme ich zum Fazit. Ja, ich komme zum Fazit und das ist einerseits wahnsinnig schön, weil ich über eins meiner Lieblingsautos in diesem Segment sprechen darf. Segment ist auch eines meiner Lieblingswörter, glaube ich. Aber auf der anderen Seite schweinetraurig, weil das war es jetzt mit dem Hyundai i30 Fastback N und das war es mit einer 10 Kilometer abgesperrten Straße. Übrigens, wenn ihr nach da hinten schaut, dann ist dieser Berg da, also die Insel Teneriffa. Wir sind auf Gran Canaria. Das war einer der schönsten Tage diesen noch jungen Jahres, aber bevor ich mich jetzt wieder ins Schwadronieren komme, jetzt geht's ums Auto. Was ist also mein Fazit zum Hyundai i30 Fastback N? Komplizierter Name, ich weiß. Fuck, ich muss euch sagen, das ist mein Lieblingsauto im Segment. Warum? Es ist natürlich relativ leicht, ein sehr teures Auto zu bauen. Ein Audi RS3 ist ein tolles Auto, ein A45 ist ein tolles Auto. Ja, auch der Civic, tolles Auto, Focus RS, tolles Auto, wie diese ganzen Kompakt-Mittelklasse-Sportler dann auch heißen. Da gibt es einige, das sind tolle Autos, aber die sind schweineteuer. Und hier haben wir ein Auto, was wirklich bezahlbar ist und viel kann. Und der sagt jetzt, der Mensch, jetzt verrat uns, was er kostet und ab wann es den gibt. Die 250 PS Variante beginnt bei 31.100 Euro. Und die 275 PS Performance Variante, die beginnt bei 33.600 Euro. Das sind jeweils 600 Euro mehr, als die Steilheck-Variante kostet. Und die, finde ich, sind für diese tolle Design-Optik wirklich angebracht. Ich mag den lieber als das Steilheck, da lege ich mich fest. Der Rest ist Geschmackssache, von den Fahrwerten sind sie identisch. Die fahren sich beide unglaublich gut. Das ist wirklich ein Genuss, dieses Auto zu fahren. Nicht nur, weil es sportlich ist und weil es unglaublich klebt, eine tolle Traktion hat, trotz Fronttriebler. Nein, sondern eben auch,
weil man auf Knopfdruck dieses Auto alltagstauglich gestalten kann, weil man viele Verstellmöglichkeiten haben und weil wir eine sehr schlichte, elegante und trotzdem schön durchdesignte Optik haben. Da hat man sich natürlich vielleicht beim GTI so ein bisschen orientiert. Der ist auch nicht zu brollig. Ein Civic Type R ist weit weg von allem. Und ihr fragt euch, ab wann kann ich ihn bestellen? Ihr könnt ihn schon bestellen. Die ersten Auslieferungen werden Anfang 2019 jetzt kommen. Ihr freut euch wahrscheinlich drauf. Übrigens, dieses Auto war ein echter Erfolg in Deutschland. Bisher 6.000 sind vom Steilheck verkauft worden. Ich bin gespannt, wie viel hier jetzt von diesem Fließheck verkauft werden. Ich denke, da wird Hyundai wieder überrascht sein. Das Auto wird übrigens in Tschechien gebaut, also in Europa. Und da macht man auf keinen Fall was falsch, ist für mich der günstigere und bessere Golf GTI, auch wenn VW das jetzt nicht gern hören wird, aber der wird ja jetzt dann auch neu kommen und dann wird spannend bleiben, ist ein ständiger Wettbewerb, auf jeden Fall tolles Auto. So, und jetzt zu meiner eigenen Sache so ein bisschen, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, war ein bisschen informativ. Falls ja, lasst mir doch gern ein Like da, das ist ein bisschen mein Lohn, abonniert den Kanal, da findet ihr ganz viel zu anderen Autos. Ihr findet uns übrigens auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube hier natürlich und auf www.derautotester.de. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.